Wir befinden uns hier in dem Betriebshof Ost, wo wir an unserem neuen Stadtbahnwagen, dem Typ U5, explizit hier an dem Wagen 693, heute mal zeigen wollen, wie wir die Radschallabsorber montieren. Ja, warum montieren wir die Radschallabsorber überhaupt? Es entstehen grundsätzlich Geräusche zwischen dem Rad-Schiene-Kontakt bei der Geradeausfahrt sowie auch in den Kurvenfahrten. Diese Geräusche werden von den Anwohnern als störend empfunden und auf diesem Grunde werden solche Radschallabsorber hergestellt und auch am Ende montiert. Hier sieht man mal das Endprodukt für unseren Stadtbahnwagen U5. Man sieht hier das System, das ist ein Masse-Federdämpfersystem, wo man hier sieht einzelne kleine Metallschichten, die mit einem Elastomer verbunden sind. So, wie funktioniert das? Diese Schwingungen an dem Rad werden sozusagen übertragen auf diesen Radabsorber. Der nimmt diese auf und wandelt diese sozusagen in seinem Masse-Feder-Dämpfersystem in Wärme um. Und somit sind die Geräusche, die nach außen getragen werden, gedämpft oder absorbiert. Hier sehen wir das Rad, an dem das später der Radschallabsorber montiert werden soll. Insgesamt hat der U5-Wagen 12 Räder, wobei an jedem Rad 4 Radschallabsorber montiert werden. Dafür müssen diverse Arbeiten verrichtet werden, um diese überhaupt montieren zu können. Dieses werden wir Ihnen jetzt mal hier genauer zeigen. Dazu gehen wir mal zu dem Kollegen. Genau, hier sieht man, der Kollege hat die vorhandenen Verschraubungslöcher, da waren vorher Schrauben zur Dichtung drin, diese wurden entfernt. Diese Gewindegänge müssen jetzt vorab gereinigt werden und auch mit einem Gewindeschneider nachgeschnitten werden, damit die späteren Befestigungsschrauben der Radschallabsorber mit einem Loctite eingeklebt werden können und diese Klebeverbindung auch richtig eingeht. Ja, damit wir das jetzt alles nochmal genauer vor Ort sehen, werden wir jetzt nochmal unter das Fahrzeug gehen. Hier auf dem Weg dahin sehen wir hier noch die nächste Lieferung für die weiteren Stadtbahnwagen, also für die weiteren U5-Wagen. Insgesamt werden alle 224 Fahrzeuge, die wir nächstes Jahr im Juni haben werden, mit diesen Radschallabsorbern ausgestattet. Ja, so eine Umrüstung dauert für zwei Mann einen ganzen Arbeitstag, also 8 Stunden. Da die ganzen alten Schrauben demontiert werden müssen, die Sacklöcher gereinigt werden müssen, der Loctite antrocknen muss und das Ganze wieder montiert werden muss. Und da man auch immer nur, das werden wir dann vorher gleich nochmal sehen, immer nur zwei Absorber in einer Lage montieren kann und dann das Fahrzeug einmal vorwärts zu bewegen, um die zweite Hälfte des Rades sozusagen montieren zu können. So, dann gehen wir mal unter das Fahrzeug. Hier sehen wir den Stadtbahnwagen jetzt von unten einmal mit seinen ganzen Aggregaten und seinen Drehgestellen. Wir gehen jetzt mal hier direkt vor Ort an dem Läufer und schauen uns das Ganze mal aus der Nähe an. Wir sehen hier schon einen montierten Radschallabsorber und hier nebendran die sogenannte Strombrücke. Das ist auch schon eine neu montierte Strombrücke. Die soll sozusagen die elektrische Verbindung zwischen dem Radstern und dem Radreifen herstellen, da diese ja auch einen Kontakt zu der metallischen Radschiene benötigt. Denn zwischen dem Radstern und dem Radreifen sind Gummielemente aufgebaut und sozusagen keine elektrische weitere Verbindung außer diese Strombrücken. Wir müssen die demontieren, weil diese, wenn man jetzt hier sieht, hier würde der nächste Schallabsorber Platz finden, dass diese Strombrücken früher so montiert waren, in Längsrichtung zum Radreifen, die jetzt so nicht mehr hinpassen würden, müssen wir die um 90 Grad drehen. Die hier sieht man sozusagen die Drehung um 90 Grad und so würde das fertige Produkt von einem Schallabsorber zum anderen Radschallabsorber aussehen.